Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir sind in der letzten Episode den Fängen der RDA entwischt und jetzt sind wir in dem neuen Unterschlupf der Resistance. Und da müssen wir auch hin. Da unten ist schon unser Questziel. Das geht ja heute alles so schnell. Wer bist denn du? Das ist aber ein hübscher Speer. Ebenfalls. Hallo Rinella. Ja, how are things here? Truthfully, not great. Basic supplies are low, and I'm anxious about us being in Kamet Dire territory. Why? Are they dangerous? Well, Sotlek said they don't welcome strangers. And Alma once told me they're not to be trusted. Did she say why? No. I should have asked. But I didn't think about it until now. It could just be a rumor, or maybe they just don't trust humans. Maybe. Did you think any more about Talon? I did. Let's give him some time. But I don't think we should tell Nor. It feels like he's already on the edge and this could push him over. Won't lying to him make it worse? Just for now. Until we get the situation in hand. Okay. I'll check in on Nor. Oh je, jemand was zu verschweigen, der direkt on the edge ist. Das geht immer nach hinten los, in egal welchem Medium ich konsumiert habe. Das wird uns in den Arsch beißen. Deswegen bin ich immer dafür, gleich rein Wein einzuschenken. Also gleich mit der Sprache rauszurücken. Müssen wir hier lang? Kann ich hier was looten? Wir werden sehen. Da ist so ein Spanngurt. Und ich habe immer noch mehr als genug Stöcke. Und was ist hier drin? Ja, wenn du gutes Gear hast. Ein Assault Rifle mit 8 Damage, das wäre gut genug, aber das kostet Spare Parts und die brauche ich immer für meinen Minenwerfer. Das wäre eigentlich so schön, aber ich gebe immer diese ganzen Spare Parts aus. Das ist so ein Jammer. Ist das schade. So gutes Zeug hier. Ein Assault Rifle mit 16 Damage für 80 Spare Parts. Wir haben gerade mal 17. Ich glaube, ich fange an zu weinen. Die sollten ruhig mehr davon hier verteilen. Und wer bist du? Leuchtest auf jeden Fall auch wunderschön. Der Sitzsack ist mit umgezogen, das freut mich aber. So, dich kämmer, glaub. Und reden muss ich mit Noah. Ist das überhaupt Noah? Dankeschön. Hey. We have so many injured. Alma, is she? She's stable, I think. That's as good as it gets right now. She was in a lot of pain, so we sedated her. Das ist doch nicht mal ihr richtiger Körper. She has to be, but I'm not that experienced with Na'vi physiology. Hajir would know what to do. I can find him for you. Hajir is gone. Oh no. Hajir too? I'm so sorry. How did this happen? So many lives lost. Is there anything I can do? I don't know. There's a lot to take in. These inhalation burns are difficult to treat with our medicines. Everyone's in pain, and I don't have the supplies to help them. What if I check on supplies? We might have something that can help. Yes, maybe. I think Nora was helping out with that. Saw him skulking out the back somewhere. Anyway, I'd better monitor Alma. Sorry. Alles gut. Was ist denn eigentlich mit ihrem menschlichen Körper? Was hat die denn gemacht? There must be something I can do to help. Hajir's gone, you know? I'm so sorry. I don't want to leave him there. I want him here with us. I know. We all do. I was gonna tell him about the lichen, but he wanted to go to his bunk. Tomorrow, let's have tea. That's what he said. And then he was gone. I'll miss him, even if I never really liked his tea that much. He just say you hadn't tried the right one yet. That was a jeer. Oh je, armer Hajir. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Hey there. Hallo. Wer bist du? Du bist auch nicht Noah. Did you need something? I'm a bit busy with this. What are you working on? It's gonna be a memorial space for those we lost.
I just needed to do something, you know? Make anything out of all this sadness. That's a lovely idea. Need any help? Well, this region has some really nice wood. Solak helped me source some, so I'm making shelves for photos and mementos. I asked Solak, and he says there's a special nectar they use in these parts to make small lanterns. If you could find some. Yeah, yeah. Who figures? Solak's been scouting the clouded forest already. Yeah, he said it's harvested from ant nests. I hope you can find some. Oh yeah. Anyway, I need to get back to my measurements. Dann miss mal weiter. Mensch, bin ich wieder hilfsbereit heute. So, dann müssen wir, glaube ich, mal die richtige Quest auswählen. Oh, will Solak noch was reden? Das ist nicht Solak. What can I do for you? Actually, weiß ich nicht. I want to ask you the same thing. I know you'd never ask, so I'm offering. Let me help Rinella. Oh, there's so much to do. Any help is welcome. I know Priya's struggling with something in the command center. She's only got scraps of gear holding it all together. I'm sure she'd love another pair of hands to speed things up. Das glaube ich auch. Wo ist die denn jetzt? Ist sie hier rechts? Hallo? Ja, Priya ist das. I hope you're here with some bright ideas for stabilizing this stupid hollow table. It hates me. Sadly, I don't have any hollow table know-how. That makes two of us. I'm sorry if I snapped. Everything's just a lot right now. I know. What's the problem? And what can I do? Okay, I think I've calibrated it correctly now. It would really help if you could reconnect the circuit over there. Meanwhile, I can monitor it from here. Das kriege ich hin. Hui. That's it. Oh, good. Bitte schön. Passt das schon? Oh. No. Oh. No. Mist. That's not good. That's real bad. It's caused a power surge. We've overloaded the circuit. Oh nein. Okay, quick. You need to hack those two auxiliary relays so I can reroute the power. You sit on the first one now. Was willst du von mir? Hallo? Relay? Muss ich wahrscheinlich auswählen, die Quest. Die Quest. Sharing the burden. Und da ist uns ein Relay. Hier runter. Ich glaube, ich brauche oben den Schlüssel. Und drüber da, runter da, runter da. Das klappt doch wunderbar. I did it, but I think I made it worse. No, no, no. Did we just fry the hollow table? Weiß ich nicht. Panicking for real now. But we could try hacking the second one. Or will that blow the whole place? Just do it. Hack and pray. That was close. Das mache ich am besten. Wo sind wir denn? Ah, da. Gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen. Hui. Oder einmal zum Schlüssel. Und dann schön hier runter. Lass mich durch. Und gehen wir alle hoch? Nein. I think. Mist. You did it. The holotable's on, doing holotably things. Great. One thing off the to-do list. Oh no. Did we break something? Yeah, the power surge must have... Yep, looks like it knocked the comms tower offline. At least I think. I can go check it out. Ich will aber nicht. Wir müssen erstmal hier mit Nor reden eigentlich. Naja, vielleicht wäre es vielleicht sinnvoll, den Comms Table zuerst so rückzuholen. Wo ist er denn? Da oben ist er. Komme ich hier hoch? Nein. Na gut, dann zuerst den Comms Table, dann Nor helfen, mit seinem emotionalen Trauma klarzukommen. Das kriegen wir hin. Lass mich durch. Ist das Noah?
Wer bist du? Wieso leuchtest du? Wir müssen auf jeden Fall erstmal dahin. Hui. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ja, ich denke mal. Hi, was willst du? At least you made it. I heard you were back. I'm truly glad. Ah, Nor ist hier. It was close. I just came to see how you are. Wish people would stop asking me that. Was there anything else? Kind of. Alma told Ritmela that the Kametire can't be trusted. Do you know anything about them? That's not true. The Kametire are reclusive, but they are expert healers, renowned among Na'vi. Really? Do you think they would help us heal our injured? Perhaps. My father used to go to them for healing remedies. Then I should try and find them. Their capital, the Hollows, is hidden. But we used to meet an herbalist at the Kametire camp, not too far from here. Do you remember how to get there? There was a winding river in the shadow of floating mountains. Was soll das jetzt wieder heißen? Yes. I'd complain about this long walk. It was all the way to the bottom of the cliff. My father enticed me with stories of the Gentle One, a rare creature from these parts. I don't remember anymore. That should be enough. I'll radio you when I find it. I hate those things. But okay. I hope they trust me enough to connect to Ewa and learn from the Kametire Ikran Riders. I miss my bonded. There's actually an abandoned place near here. Solak took me there. Gibt's da spare parts? I try connecting to Ewa again. But it made me feel weird. I don't want to taint Ewa with my human ways and my bad memories. Maybe in time it will feel right for you. Yes, maybe. Anyway, exit this way and follow the path round to the left. Watch yourself out there. Dankeschön. Und wieso machst du das nicht? Wieso muss ich das machen? So, auf zur Comstation. Na, die Quest hat sich umgestellt. Sharing the burden. Start tracking. Ah, doch. War noch die richtige ausgewählt. Hey, wo ist denn mein Marker hin? Der war doch gerade noch da. Ui, sind das hier vielleicht Insekten? Ist das eine Comstation? Die leuchtet aber nicht so schön. Naja, dann wieder in die Karte und irgendwie einen Wegpunkt setzen. Wir sind doch eigentlich da. Doch, ist doch das da oben. Also manchmal verwirrt mich das Spiel immer noch. Eine seltene Blume. Okay, sollte vielleicht wie, Salifin Blossom, a rare flower that can only be harvested when a seldom seen creature is nearby. Super. Ich dachte, ich bin schon selten genug, anscheinend nicht. Ja, das macht ja alles so viel Sinn. Na gut. Ui, das ist kompliziert. Aktuell habe ich meistens Probleme damit zu sehen, wo ich denn loslege. So, einmal hier durch und hier sind wir irgendwie doppelt so schnell und hat gepasst. Nicht wirklich, aber okay. Das klingt so. Na gut, wir wählen eine Quest aus. Sharing the burden. Ask Alexander if he needs help. Okay, die ist gerade aktiv. Dann wechseln wir die vielleicht mal. Der Memorial. Vielleicht irgendwas, was nicht so ein hohes Level braucht. Wie viele Skillpunkte habe ich eigentlich? Skills. 7 Stück, die können wir noch schön verballern. Am besten auf den Survivor Tree. Mein Helfbeutel wird um 1 größer wieder. Den brauche ich doch.
den brauche ich nicht. Da machen wir plus 25% Schaden an Feinden mit einem aktiven Statuseffekt. You gain an additional 50% der Basisenergie her damit. Und jetzt haben wir noch einen popligen Punkt. Damit können wir nicht wirklich was machen. Naja. Charakter, habe ich gutes Zeug ausgerüstet? Ich hoffe doch mal. Dann wählen wir jetzt eine schöne Quest aus. Locate the Fallen Stormglider. Können wir auch machen. Gibt es da irgendwie Rewards, die mir angezeigt werden? Lost and Found. Friends Departed. Schauen wir mal. Da war doch eine ganz interessante Quest eigentlich mal vor 3-4 Episoden, wo wir jemanden retten mussten. Können wir das immer noch machen? Oder ist die weg? The Sound of Night, Upper Plains, Strange Animal Without a Kuru. I need to hunt down these ferals whenever I encounter them and release them back to Ava. Das haben wir schon gemacht. The Celebration Mural, Potfruit und Cloudsbitterseed. Also die Potfruit habe ich glaube schon. Ein Cloudsbitterseed habe ich auch schon, aber ich weiß nicht, ob es in diesem lila Superior-Status. Lightning in the Hand. Ah, da ist die Mission, von der ich geredet habe. RDA-Defector, also irgendwer, der von der RDA wegkommen will, der die dort gearbeitet hat, aber jetzt so unglücklich ist, namens Katie Winslow, braucht unbedingt Hilfe beim Steam-Outpost Bravo in dem Control Room. Das machen wir doch jetzt gleich. Und die Quest ist irgendwo. Hoffentlich. Da. Kann ich da schnell reisen? Ich kann zumindest, glaube ich, hier hin schnell reisen. Nee. Wie? Irgendwo da? Komm schon, gib mir doch nur einen Schnellreisepunkt. Das sollte reichen. Dann befreien wir mal die aus den Klauen der bösen, bösen Menschen. Das ist dann die Quest, oder? Excellent. It should be abandoned, but do keep an eye out while turning on the generator. You never can tell with the RDA. Oh, the more relays you hack, the faster the transfer will be. But hacking any one of them gets the job done. Das klingt doch gut. Wenn wir schon in der Nähe sind, können wir das auch gleich machen. Wegpunkt ist da. Frag mich, warum man mich zweimal davor gewarnt hat, hier vor Feinden. Was bist denn du? Bist du auch schon Relay? Anscheinend nicht. Muss mal erst den Kabeln hier folgen. Hui. Bist du Power? Du bist Power. Have to reroute the power. Und wie mache ich das? Ah. Und nochmal. Relays should be on now. Oh, das ist doch immerhin ganz spaßig. Dann muss ich das auch hier hacken. Oh, das ist ja relativ einfach. Wie? Hui. Und doch. Ja, yeah. Kann ich noch andere Relays anschalten? Ja, das zumindest. Frag mich echt, ob die RDA hier auftaucht. Dann muss ich meinen Minenwerfer hier vorbereiten. Ja, soll doppelt so schnell sein. Das sind zumindest meine simplen Mathematikkenntnisse.
Komm, Spare Parts, wir brauchen 40 Stück. War hier nicht alles voller Loot? Ich höre Helikopter. Ein Heliflopter. So, die sind weg. Noch ein Heliflopter. Was ist denn falsch mit denen? Und wieso releasen die Giftgas? Das verstößt gegen die Genfer Konvention. Werden immer weniger Spare Parts. Wieso mache ich eigentlich immer die Drecksarbeit hier für jeden? Ich bin die ganze Resistance. Geh doch einfach hoch. Dankeschön. So, 37% gedownloadet. Ist das nicht schön? Mal sehen, ob mal... Mehr Feinde. Ah, zum Glück nur die menschliche Sorte ohne Robo-Anzug. Ich dachte, der kommt schneller hoch. Yay. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, ihr. Die sind gespawnt und direkt wieder zurück zu Ava gekehrt, wie man so schön sagt. Ist da noch ein Helikopter? Ja, da hinten. Komm, irgendwo war doch noch ganz viel Loot. Die Stöcke bringen nicht so viel. Mal nachcraften hier. Mal schön nachcraften. Dann können wir auch wieder ein bisschen was aufnehmen. Yay. Na, ein Menschlein ist da. Eli ist auch noch da. Glaubt, der setzt wieder Freunde ab. Na komm. Könnt ihr mir kein LMG oder sowas geben? So, 80% gedownloadet. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Nochmal Stöcke. Bin wieder voll. Hätte ich doch pro Stock einen Spare Part bekommen, wäre ich viel glücklicher jetzt und viel besser ausgerüstet. Hui, nochmal ein Heli. Hui. Oi. Schluckt Schnecken. 96%. Gut, das braucht man, glaube ich, hier echt nicht mehr. Leck mich. Na gut. Hätte ja auch einmal was klappen können hier mit der menschengemachten Technik. Wenn man schon so langsame Download-Speed auch auf anderen Planeten verursacht. Belsbrick. Berühren. Hab sie berührt. Hui. So, Spiel, wo willst du, dass ich hingehe? Ganz nach oben. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Hui. Und wo soll ich mich hier dran festhalten? Hui. Okay, so viel dazu. Nu, das kann doch nicht richtig sein. Das kann doch nicht richtig sein. Was ist denn das überhaupt? Ist das nicht einfach die Antenne? Nee, ich muss ganz hoch.
Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie von innen eine Chance haben. Da gibt es zumindest Treppen. Und was ist da unten? Nur neonleuchtendes Seegras. Das wollte ich doch im Moment gar nicht. Bin einfach zu schusselig mit meinen Händen ab und zu. Hawk kommt her. Das ist schön. Bin anscheinend im anderen Gebiet, wo er zulässig ist. Ich dachte, unten rechts auf der Karte wäre er auch nicht verfügbar. Aber da er verfügbar ist, können wir ihn auch nutzen. Der leuchtet ja auch schön. Ich glaube, bei Nacht haben wir den noch nie so wirklich geflogen. Absteigen. Was bist du da oben? Wipleaf. Beste Qualität im Regen und es ist eine Kochzutat. So, wir müssen da hinten hin. Ein Glück musste ich das hier nicht klettern. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt geschafft hätte. Wahrscheinlich erstmal den hier rechts. Und den hier. Los. Zeitdruck. Haben's geschafft. Yes, the data came through. The RDA put up quite a fight. And just to protect a couple of relays. You know, there might be more to this than I thought. Aha, was kriege ich jetzt dafür? The data from the relay. It's so much more than I was expecting. Aha. Jo, das macht 40 Spare Parts. Mist. Hab jetzt eine Granate geworfen. Wollt doch meinen Vogel rufen. Ist egal, wir haben hier... Ich hab hier eine Base Brick gesehen gehabt. Da hinten ist sie. Das ist echt verwirrend, wenn alles leuchtet, dann sieht man auch die wichtigen Teile nicht mehr. Berühren. Ist hier irgendwo noch guter Loot? Sieht gar nicht danach aus. Vielleicht da oben? Nö, ich würde sagen, kein Loot für uns. Dann gehen wir aber dahin oder dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Track und Wegpunkt. Wegpunkt auch drauf, wunderbar. Hawk, komm her. Wir müssen Leute retten. Ein Leute. Ja, muss mir die Füße hier extra nass machen. Na gut. Hui. Da ist noch so ein RDA-Ballon. Keine Ahnung, was das bringt. Dass man die jetzt noch ausschalten oder auch nicht. Sind auf jeden Fall zwei Helis da. Probieren wir es einfach. Sind das hier Kinglore oder was da in der Luft? Whaleswarm. Der hat die gefressen. Sehr gut, Hawk. Hier ist ja alles voller... Das ist ja ein Riesenteil. Was ist denn das? Ich glaube, der Heli wird mich sofort erschießen. Wir schauen trotzdem mal nach. Das ist eigentlich... Hawk hat was... hat Hunger. Komm schon. Das ist einfach nur ein Schwarm. Sah gar nicht so aus. Wollen wir mal schauen, ob man die jetzt... Mist. Komm schon. Flieg mal ruhiger. Alle beide. Kann ich ja nichts treffen. Yay. Und da ist der andere. Komm näher. Und nochmal näher. Sehr schön.
Gut, dann war das hier kein Riesenheli, sondern auch wirklich nur so ein Schwarm. Das bringt dann nichts. Schwärme muss ich nicht kaputt machen. Da ist wieder so ein mieses Flugvieh, was mich bestimmt sofort zerbeißt. Schnell weg hier. Schnell weg hier. In Richtung Missionsziel. Komm schon, Hawk. Leg ein bisschen zu. Das sind auf jeden Fall auch nochmal zwei Helikopter. Die Balance, ja, für die Story waren sie teilweise wichtig. Aber wirklich bringen und Skillpunkte dafür kriegen, tue ich ja nicht. So, ich weiß. Deswegen fliege ich ja hier hin. Hui. Hui. Ey, nicht zurückschießen. Und ein bisschen ruhiger fliegen. Komm schon. Sehr schön. Nicht so schön. Ah, Pfeile sind ausgegangen. Pfeile sind ausgegangen. Nachcraften, nachcraften, nachcraften. Wo ist er hin? Da ist er. Tschüss. Na, das ist immer so dramatisch. Auf zum Wegpunkt. Wenn die wollen, dass ich die Ballons zerstöre, müssen sie dafür zahlen. Am besten in Spare Parts. Habe ich so wenig von. Und ich brauche so viel. Das ist echt bitter. Da ist ganz viel Wasser. Ist das nicht schön? So, Wegpunkt noch ein bisschen mehr als ein Kilometer weg. Oh, eigentlich fast zwei. Aber unser Hawk ist ja sehr schnell. Jetzt können wir mal die schöne Berglandschaft hier rechts genießen. Und Hawk immer mal wieder dran erinnern, dass er ein bisschen Gas geben soll. Hui. Hier sieht das auch interessant aus. Vielleicht hat da nur die Welt nicht geladen, aber ich glaube, hinter den Klippen verbirgt sich da was. Eine weitere Klippe. Ich glaub's ja nicht. Na gut, das sah aus der Luft deutlich interessanter aus. Und da hinten ist auf jeden Fall die RDA-Installation. So, Priya, this friend of yours, Katie, you trust her? Mist. Haben mich schon entdeckt. Tisma und. It's an extraction site. Oil, I think. Based on the info we got, they're extracting oil with steam injectors there. Oh, die armen Tiere hier. Ah, die RDA und ihr Öl. Na gut, verbrauchen wir die letzten Spare Parts für die Munition. Mittel. Hab gerade ja erst angefangen. Oh, ich muss da oben gleich hin. Geh mal. Wieso habe ich den nicht scannen können? Ey, nicht so viel aushalten. Minen sind teuer. Wunderbär. Okay, I think we can talk again. Katie, you okay? Hold on, RDA. Nein. Auch den guten Bogen. Komm schon. Mist, hält das Teil viel aus. Im Gegensatz zu mir. Ach komm, noch ein kleines Tschüsschen. Und dann heißt es Tschüsschen. Naja, Entschuldigung. I'm good. Let's continue. Katie, you okay in there? Ja, ja, ich beeil mich ja schon. Komm schon, Spare Parts. Mist, Mist, Mist.
Kann ich dich hacken? Glaub nicht. Doch, kann ich. Hoffentlich, dass es freundlich wird. Komm schon. Store Hack, Execute Hack. Ach, nur ausgeschalten. Ich brauch doch ein verbündetes Geschütz hier. Ich crafte erstmal Zeug nach. Ja, gut. Spare Parts sind echt ein rares Gut im Moment. Und wenn wir mal da oben hin. Haha. Vielleicht sollte ich auch nicht gegen alle kämpfen. Das ist vielleicht einfach dämlich. Da sind zwei Geschütze. Was denn hier los? So viele Menschen. Komm schon, wir müssen hier hoch. Und werden gleich beschossen. Weg damit. Wunderbar. Oh, das ist nicht gut. Immer schön aus der Deckung schießen. Oh, ich habe den immer noch nicht down bekommen. Immer noch nicht. Wieso habe ich keine Hilfe-Items mehr? Das ist ja relativ schlecht. Ui. Na, dann kehren wir auch zu Ava zurück. Nee, ich dachte, ich wäre voll. Habe ich so viel verbraten schon. Ah, das habe ich gemerkt. Ich gebe mein Bestes. Hack mal die mal. Weil so viel Munition habe ich leider nicht. Hui. Storehack? Okay. Dann müssen wir hier hoch, möglichst unentdeckt. Das mache ich doch ganz gut. Mache ich das nicht gut? Hier! Weg hier! Weg hier! Oh, das war dämlich. Das war so dämlich. Aber wir sind entkommen. Also war es wirklich so dämlich? Die Antwort ist ja. Reinforcements kommen auch noch. Ja, ich muss hier nur drei von den Teilen noch ausschalten. Also zwei noch. Oh, da braucht man mehr. Da hocken sie ja alle. Komm. Mist, bin Menschen verschwindet. So, hier müssen wir auch hoch. Das machen wir doch ganz einfach. Ohne Kompromisse, ohne Hilfe zu verlieren. Ich sagte, ohne Hilfe zu verlieren. Akzeptier's. Boah. Ach komm schon. Okay. Ich habe das Gefühl, ich muss mit Hirn an die Sache rangehen und das gefällt mir nicht. Wenigstens kann ich es von hier hacken. Bin falsch abgebogen. Das kann mal passieren. Execute. Ich würde sagen, dann mach mal den Kollegen erstmal fertig. Sehr gut. Na komm schon. Ja. Er ruft Verstärkung.
Und der kann keine mehr rufen. Dann wollen wir mal hier hoch. Hui! Oh, die schießen wieder. Oh, das Geschütz. Das Geschütz. Das Geschütz. Alter, wieder keine Hilfe mehr. Kann ich was von hier aus machen? Ich glaube nicht. Oh, das Geschütz ist echt mies. Ich glaube, die muss ich auf jeden Fall... Oh, das hat zumindest kaum Hilfe. Ach, komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Ich schieß doch auf deinen linken Schwachpunkt. So, jetzt können wir aber da hoch. Hui. Muss ich hiermit noch was machen? Ich dachte, es wird mir angeboten, zumindest auf dem Boden. Anscheinend nicht. Nachcraften. Immer her damit. Munition muss immer schön aufgefüllt sein, habe ich gelernt in dem Spiel. Was ist denn da unten? Irgendwas Schönes zum Looten. Naja, da ist auf jeden Fall der andere Turm. Da ist ein Geschützturm. Kann ich gar nicht mehr leiden. Boah, wieso geht der denn nicht down? Komm schon. Okay, wenn man die ins Feuer wirft, werden die entsprechend... Na komm, na komm, na komm. Nein, keine Hostiles hier. Überhaupt keine Hostiles. Oh je. So, dann schauen wir mal, wie wir die platt kriegen. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nachcraften. Komm schon. Ein Glück sind die weggegangen. So, wir müssen aber trotzdem irgendwie das Geschütz ausschalten. Komm schon, ziel doch. Ja! Weg ist es. Mist, der rennt zur anderen Seite. Komm schon, da liegt doch eine Mine. Geh hoch. Geh hoch. Noch 6 Spare Parts. Mensch, bin ich ressourcensparend in dem Spiel. Auch von oben schießen die jetzt auch. Was ist denn falsch mit denen? Da oben ist auch einer. Oh. Oh, das hat ja gar nichts gebracht. So, die Frage ist... Hab ich Zeit dafür? Glaubt, der Mech wird mir alles verderben. Nicht, wenn ich es ihm davor verderben kann. Geh doch hoch! Hui! Hui! Sabotieren. Oh nein, ich sterbe wieder. Ich sterbe wieder. Ich sterbe wieder. Fuck. Und diesmal lief's doch viel besser. Ich glaube, das lass mal nochmal ruhen, bis ich besseres Gear habe. Obwohl, das müsste eigentlich zu schaffen sein. Die Beltsprig ist da. Quests, ja, Level 12 wird dafür empfohlen, aber das sollte machbar sein. Ich war einfach zu ungeduldig.
Na gut, aber ich sehe auf die Uhr und würde sagen, das reicht tatsächlich für die Episode. Leider mit einem Misserfolg aufgehört. Aber beim nächsten Mal werde ich mich hier ganz ruhig der Anlage widmen und dann schaffen wir das auch. Genau, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und was wir zu tun haben, erfahren wir beim nächsten Mal. Also das hier auf jeden Fall platt machen. Bis dann.